Başlıyor moruk! Başlıyor! Es geht los! Es gibt kein Zurück mehr! Zeit. Druck. Und Zeit. Was macht einen wahren Künstler aus? Geht ja? Druck und Zeit sind nicht nur die physikalischen Kräfte, die... Oh, nun bringt BZ neue Teil von Ghost Rider raus? ...die einen Diamanten aus einem Sandkorn pressen. Ist es der... Was passiert hier, Moruk? Macht Colin jetzt bei Uncharted mit? Unerbittliche Glaube an sich selbst. Die unerschütterliche Entschlossenheit und die Bereitschaft, sich den dunkelsten Tiefen seiner Seele zu stellen. Und in diesem Kampf, in diesem Prozess der Transformation, werden aus Künstlern Ikonen. Fehlt nur noch, dass irgendeine UCI-Werbung kommt. Bin ich hier im Kino? Will noch jemand Popcorn vorbeibringen? Was passiert hier? Colin wollte Ägypten Werbung machen. Colin hat Werbung für die ganze Wüste in Sahara gemacht. Sendeschluss, Chat. Liebe Icon-Community, willkommen bei der offiziellen Siegerehrung von Icon 5. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben das Jahr hinter uns. Jungs, wir haben heute eine unglaublich geile Show geplant. Okay. Ich freue mich. Wir haben heute Special Guests. Geil. Wir haben absolute Fitner-Themen. Okay. Und einen Clip, den wir den Zuschauern heute zeigen, der es nicht bei Icon reingeschafft hat. Oh oh. Ich würde sagen, bevor wir reinstarten, Icon 5 war das erste Jahr, dass ihr beiden vollkommen von Anfang an bei der Planung mit dabei wart. Ich muss sagen, es ist schon wirklich anstrengender, als man gedacht hat. Es geht wirklich sehr auf die Psyche. Ja. So, man hat auch ein bisschen Knacks mitgenommen, muss man sagen. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und man ist wirklich sehr, sehr stolz, wenn man Ideen umsetzen kann, die man im Vorfeld wirklich selber sich ausgedacht hat und überlegt hat gemeinsam mit dem Team. Und dann macht es einen auch wirklich stolz, wenn das ausgestrahlt wird und es kommt auch an bei den Leuten. Ich habe mich allein in diesem Jahr, glaube ich, 4 Jahre weiterentwickelt. Ja. Dieses Jahr war wirklich das erste Jahr, dass ich gemerkt habe, wie krass und wie stark unser ganzes Team ist und wie geil das ist, so starke Leute im Rücken zu haben, Leuten, denen du vertrauen kannst, auch wenn du dich eine Minute mal umdrehst, dass da jemand anders deinen Rücken hat und sagt, ey, guck mal. Also, sogar hier redet Sandro nicht. So diesen Colin Move Court. Sogar hier, Sandro. Er hat das erste Mal gelächelt. Ach so. Nee, ich finde wirklich auch, das ist eine riesen krasse Hilfe. Stabilität hat das gebracht, seitdem ihr drin seid. Ich würde sagen, dann kommen wir zu Runde 1. Chat, es geht los. Wisst ihr noch, wir hatten ja damals den Hacker. Richtig. Künstler sind reingekommen, wurden erstmal ein bisschen von dem Hacker so fertig gemacht und nervös gemacht. Ja. Und dann mussten die performen und viele Künstler haben geschwitzt. Maximax, Polizia, Kontroll, Flashbang, Gemma Pell, Amin, Outer Control, Hash, Plantage, Lag, mach ich Banner, muss weg, aber Gemma Pull, komm, ich muss rasen, noch Black. Jetzt stell dir mal. Warum sah der aus wie ich? Ohne Bart? Mal ganz kurz vor. Du bist sowieso schon nervös, Bruder. Du stehst am Mikrofon, du verkackst. Und dann kommt einfach das hier. Armin. Ja. Da ist die Vorbereitung zu deinem Verhängnis geworden. Leider, ja. So ist das, wenn man sich nicht vorbereitet. Und wenn man keine Zeit hat. Icon 5 ist kein Spaß. Hier ist kein Kinderspielplatz oder Ponyhof. Icon ist nur... Colin hatte so Spaß an diese verdammte, abgespacete Ton. Er ist einfach aus wie ich. Colin hatte so Spaß in dem Moment. Er sagt, der kann dazu der Arme. Der hat nur seine Stimme ein bisschen tiefer gemacht. Und hat seine eigene Show erstmal Leute beleidigt. Und er hat ihn einfach runtergemacht. Ist das Omojan? Nein! Für die besten Künstler. Das stimmt. Ist halt echt so, oder? Du magst vielleicht talentiert sein. Aber wenn man sich nicht vorbereitet, bringt das größte Talent einen auch nicht weiter. Das war's für dich. Jawohl. Bist du bereit? Blackout. War echt. Ich fand das aber so richtig geil. Ich fand's Ich hätte mir gewünscht, cool. Das wäre. Natürlich fandst du das geil, das warst doch du.
dreimal Ono Janin. Ach so, weil der Typ gerade aussah wie ich und weil BZ angeblich auch aussieht wie ich und ich auch aussehe wie ich, war dreimal einfach Ono Janin am Start, ja? Ja, nee, das ist ja so jetzt geworden, ja? Ah, krass, Sandro kann ja reden. Öfter noch passiert, ja. Weil das war wirklich das Ziel, dieses Blackout und dann verschwindet der Künstler, Strom geht aus. Aber das hat mir nochmal gezeigt, so, wie hart das wirklich ist, ne? Viele unterschätzen das auch, vor einer Kamera zu stehen, geschweige denn zu reden. Du bist ganz allein in einem Raum. 8 Kameras sind auf dich gerichtet. Das ist nicht so einfach, vor allem mit diesem Druck im One-Take dann. Ja. Und das große Stichwort hier ist One-Take. Weißt du, wie schwer das ist? Das ist ein Song im One-Take zu performen. Es gibt noch einen Künstler, der einen kleinen Hustler hatte. Fuck. Ja, wir leben hier auf Minimal. Sorgen für Familie, haben keine andere Wahl. In dem Moment, Bruder, wo Vicky diesen Patzer hat, ich dachte mir, Bruder. Dieser Patzer hätte dem direkt das Leben kosten können. 4-mal Ono Jan. Ja, ne, sieht jetzt Biggie auch aus wie ich, ja? Aber auch wie er dann wieder reingekommen ist, mit einem Lächeln, als wenn das Ganze geplant war, das hat er wirklich königlich gelöst. Und ich glaube, da kann sich jeder Künstler, der auch jetzt in Zukunft bei den Icon-Formaten mitmacht, definitiv eine Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall, ja. Jungs, wir haben einen ganz besonderen Gast hier ins Studio eingeladen. Okay. Ein Kandidat, den ihr meiner Meinung nach auch viel zu früh rausgeworfen habt. Vielleicht lassen wir ihn mal rein. Milch trinken! Milch trinken! Milch trinken! Sekko, ich freue mich mega, dich hier wieder zu haben. Auch ein. Was war das? Was war das? Diese ganze Serie hat angefangen mit so einem Ägypten-Trailer, weil ich dachte, Colin war irgendwo, hat eine Pyramide gebaut und dann kam so ein Edit wie bei SmackDown. No disrespect. Alter, die haben Sekko zu John Cena gemacht. Wirklich absolut geisteskranker Künstler, wo ich mir denke, Alter, wie konntet ihr nur? Wie gesagt, du warst einer meiner Favoriten schon in deiner Bewerbungsphase. Mit Rey Mysterio Musik. Ich liebe euch, ja. Ja, das stimmt. Das ist wirklich, das ist ehrlich so. Das stimmt. Das habe ich echt gesagt und ich feiere immer noch und ich freue mich voll, dass du... Stell dir mal vor, Sekko gibt jetzt Bass und einfach so 6-4-9. Kann ich ein bisschen zurückgehen? Wo war das? Warte, ich kann nicht mehr. War das hier? Definitiv eine Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall, ja. Jungs, wir haben das, den ihr meiner Meinung nach auch viel zu früh rausgeworfen habt. Vielleicht lassen wir ihn mal rein. Milch trinken! Milch trinken! Milch trinken! Sekko, ich freue mich mega. Alles dreht sich. Wallah, die haben den einfach zu 619 gemacht, Rey Mysterio. Oh mein Gott, ja. No disrespect. Wallah, wir gucken mal weiter. Ich freue mich voll, dass du heute hier bist und das ist kein Einschleimen vielleicht. Danke, mein Bruder. Ich rutsch gleich aus, aber. Ich bin auch sehr gespannt, was du vorbereitet hast, weil du hattest ja jetzt echt viel Zeit nach der Villa. Und ich glaube, in der Villa, beziehungsweise in Icon 5, hat man gar nicht diesen richtig krassen Sekko kennengelernt, den wir eigentlich sehen wollten. Schade, und ja. Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, den Zuschauern ein bisschen zu zeigen, was du drauf hast. Ich mach gleich Bewertung, ne? Ah, er performt jetzt, okay, tamam. Typischer Sekko-Beat. 100 Pro. Ja. Piraten-Song! Ja! Okay, mal leer. Sekko! All eyes on me, Zack ist am Drücker. Bootsfahrten an der Küste, Pest im Blunt drüber. Fische in das Netz, Blut trockne mit Handtüchern. Kidnap-Business, Bro, der Westen sagt nur Schwamm drüber. Der Weg ist nicht weit, verlieren bis dahin paar Synapsen. Knastinsassen, kommt gerade raus mit Tragetaschen. Rohstoffe, Diamanten, lass den Pickup parken. Beute in mein Bunker, volles Fund, wir denken ein Fiat passen. Wer ist bereit für Fiasko? Immer mehr Trubel, wir beten zu Gott. Male das Bild wie Picasso, Hunger ist groß, das Leben ist lost. Malis mit Großkaliber, Sekko ist so Malia. Bleibt mal der Coca-Dealer, ich bring Werke wie Mona Lisa. Pass auf. Boah! Niemand hält uns auf, wir fahren im Touchdown. Plötzlich geht dir bei Problemen der Kontakt aus. Jedes Mal dasselbe, oh ja.
Nichts kommt nach dem Z, Mann. Sprech nicht die. Oh, nichts kommt nach dem Z. Stark, letzter Buchstabe auch. Warum kam das nie in der Villa, Digga? Autotune sein Vater. Du denkst auch, wenn du in Autotune einfach reinstöhnst, kommt geile Melodie raus. Autotune ist, wallah, in meinen Augen, Autotune ist schwieriger, perfekt in den Griff zu kriegen als normale Musik. Und ich hab's damals auch unterschätzt. Weil du musst den Ton perfekt treffen, damit das sich nicht anhört wie ein Roboter. Egal, scheiß drauf. Ey, wallah, ich fand das brutaler als alles, was in Villa kam. No disrespect. Aber das zeigt, dass der Junge mehr kann. Wenn er bei Icon 6 wäre, wäre krass. Dieselbe Sprache, erkennst du nicht den Ernst der Lage? Weil wir keine Grenzen kamen. Haben nicht die Kommentare schon gezeigt, wer gewonnen hat? Nein, nein, jeder wird getimeoutet und ich guck auch sehr selten drauf. Ich werde mir das hier angucken, ganz normal. Zähl zu deine letzten Tage, schwing die Fahne, setz die Segel. Karabiner Longsleeve, unterm Himmel auf dem Meere. King Pirate One Piece. Schon seit der Kindheit ist Maximum mein Beuteschema. Sobald der Wind pfeift, verschwinden heute 90 Täter. Blockhits, Topfit, egal gegen wen, keiner stoppt mich. Glock trifft, toxic, Dropkick, immer noch Kopfix. Stech mit dem Messer in das Kreuz auf der Karte. Das, was am Ende für mich bleibt, sind meine Narbe. Fluch oder Segen, Waria. Blut oder Leben, Waria. Es ist immer wieder. Niemand hält uns auf, wir wollen im Touchdown. Plötzlich geht dir bei Problemen der Kontakt aus. Jedes Mal dasselbe, Waria. Nichts kommt nach dem Z, Malia. Niemand hält uns im Touchdown. Plötzlich geht dir bei Problemen der Kontakt aus. Ich fand dieses AA im Hintergrund fand ich jetzt nicht so nice. Aber er ist ein sehr starker Künstler. Malia. Nice. Ich bleib dabei. War besser als alles in Villa. Sorry, war aber so. Ich fand's nice. Krasser Artist. Das ist kranker Sound. Dankeschön. Sekko. Ja. Du hast meine Erwartungen heute übertroffen. Ich bin immer noch Fan von deiner Delivery. Auf jeden Fall dreimal ja, ja, ja. Sehr gut. Ich wünsche nur, du hättest das in der Villa gemacht, weil dann wäre Sekko nicht rausgeflogen. Denkt ihr, es war eine Fehlentscheidung, einen Sekko rauszuwerfen? Naja, man muss sagen, er hat ja mit Akaui gemeinsam viele Songs performt. Richtig. Und ich glaube, nach mehrmaligem Hören von der Kombination wird es halt für die Jury auch eintönig, weißt du? Und die Richtung war auch immer sehr ähnlich. Mhm. Hätte er vielleicht in so eine Richtung einen Sound gemacht mit Akaui, hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen, weißt du? Es ist schon ein harter Moment, Bruder. Ich meine, ihr arbeitet ganz... Ey, ich sag euch jetzt etwas. Stellt euch mal vor, er hätte diesen Sound, so wie er den gerade gemacht hat. Ich habe Angst, in den Chat zu gucken wegen Spoiler. Stellt euch mal vor, er hätte diesen Sound, den er gerade gezeigt hat. Und die Hook hätte Kennern gemacht. Guck mal, auch wenn ich nicht der größte Fan von Kennerns Musik bin, er kann Hooks, er kann singen. Hack ist Hack, er kann singen. Hätte Kennern die Hook gemacht und Sekko hätte so gerappt, Digga, der hätte so abgerissen, meine Meinung. Ein ganzes Jahr, das darf man nicht vergessen. Arbeiten die Künstler dafür, in diesem Moment zu stehen. Ja, ja, richtig. Und dann nach Hause zu gehen, so was geht dir in dem Moment durch den Kopf, wo die Jury dir dann sagt, ey Bro, hier ist Ende und nicht weiter. Am Anfang war ich ein bisschen so natürlich enttäuscht, ne? Man will ja immer all in gehen, man will gewinnen. Ich bin ja nicht gekommen, weißt du, damit ich rausfliege, Bruder. Aber im Nachhinein muss ich sagen, so, ich kann verstehen oder nachvollziehen, warum das Ganze vielleicht so passiert ist. Das hat ja nicht nur mit dem Können was zu tun, es hat mit der Art und Weise, was für eine Mucke du machst, zu tun. Haben wir es begriffen, wir sind in Malaga, er hat es schon gut gesagt, der BZ, wir sind in Malaga, wir sind traurig, wir machen traurige Songs. Das kannst du nicht bringen, Bruder. Du musst ein bisschen, weißt du, wie ich meine? So, wenn man das Revue passieren lässt. Aber ich muss auch sagen, die Konkurrenz war stark. Ich schwör auf alles, das waren geisteskranke Leute. Und die waren schon so krass, ich bin sauer geworden. Was machen die? Wo kommt der her und so? Ne? Deswegen ist alles cool so. Guck mal, also ich muss sagen, die Einstellung, die du jetzt gerade hast, Sekko, das ist genau die perfekte Einstellung, das absolut die richtige Einstellung. Richtig. Ich finde, es ist sehr, sehr einfach, sich die Fehler in jemand anders zu suchen. Sekko, wir bedanken uns alle ganz herzlich, dass du dir den Weg hierhin gemacht hast und dass du für uns nochmal so einen krassen Auftritt hingelegt hast. Ich liebe euch, dankeschön, ja? Bruder, mach's gut. Nice. Wir machen direkt weiter mit der zweiten Runde. Ich habe nicht gedacht, dass es so fucking schwer wird, mit 40 Künstlern in einer Location für eine Woche zu bleiben. Ja, Morok, 40 Leute, was hast du erwartet? Ja, wir waren ja auch in den Medien sehr oft vertreten. 40 Leute, davon waren 3 BZ. Ich darf das. Was den Knast betrifft. Und leider nicht im positiven Kontext, sondern eher im negativen. Leute bekommen immer noch Briefe. Überleg mal, wir sind bei der Siegerehrung und immer noch. Es wird immer noch ermittelt. Ne? Und das war, wann waren wir da? Im April? Ey, und das hätte gar nicht krasser enden können, oder?
wirklich in jeder Zeitung war Icon zu lesen zu dem Zeitpunkt. Das Krasseste ist, es fing mit zwei Polizisten an, erinnert ihr euch noch? Ja, zwei Polizisten und die waren noch voll freundlich. Ja, ja. Plötzlich waren wir ja drin und du schaust aus dem Fenster. 3, 4, 5, 6, Tor wurde. Das ist das Ende. Wisst ihr, wie kopfgefickt ich war danach? Ihr wisst noch, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, nein, ich habe keinen Bock mehr. So, scheiß drauf. Weißt du, was ich meine? Der erste Moment, wo ich wusste, wir haben jetzt Probleme, ist dieser hier. Den Abend trag ich von der Strada, wenn ich keine Vorsicht habe, lande ich in Gefahr. An der Stelle war das einer der schlechtesten Auftritte, die ich je gesehen habe, obwohl ich ein großer Fan von Keris war. Das ist doch Keris, oder? Das war doch Keris. Auf einmal Schnappatmung, dreimal nicht mitgemacht. Aber bei dem, bei der Aufregung, wer weiß. Stopp, kurz, Jungs, stopp. Was ist los, Keris? Ja. Alles gut? Brauchst du Wasser? Komm mal her. Hey, was ist los? Hier. Wir haben die ganze Zeit gewartet gehabt und dann irgendwo. Alles gut, trink. Alles gut. Trink aus, trink aus, trink aus. Nichts passiert. Du hast Erfahrung von IQ4. Alles gut, trink aus. Und da habe ich mir einfach gedacht, vielleicht pushen wir die Künstler doch schon zu hart. Keris ist ja nicht der einzige Künstler, der dort zusammengebrochen ist, ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Doch, ich habe keine Erwartung. Stopp! 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 Alles cool. Sari, ihr könnt noch mal, nichts ist passiert. Skepcha, gib mir mal Wasser. Ey, Sari, ihr könnt noch mal, alles gut. Ja. Sag. Doch kein Problem, kämpf mich allein durchs Leben, Mama sagt. Meine Beerdigung. Mama sagt. Also mach weiter. Mein Gott. So. Du schaffst das, Junge. Komm jetzt. Das war noch einer drauf. Und dann irgendwann hat die Gruppe ja performt und beim vierten Versuch betet Rich am Ausrasten. Dieser Blick Moment einfach. Moment, enttäuscht. Colin, eine Frage. Wie machen wir das jetzt? Seid da auch drin, wir hatten 4 Versuche, Bro. Wir können jetzt nicht 87 Versuche machen. So. Wir müssen auf jeden Fall jetzt die Bewertung machen. Ey, warte mal ganz kurz. Und nochmal auch für euch. Komm mal bitte alle ein bisschen runter, Bruder. Wir nehmen das alle zu ernst. Ob es jetzt Kameraleute sind, die Audioleute, die da hinten sitzen und auch Jury. Alter, wir verlieren gerade voll den Spaß an der Geschichte, Bruder. Das ja, ist voll traurig. Wir sind doch nur wir. Ich schwöre auf wir alles, Alter. Wir haben uns zusammen gedreht. Weißt du, was ich meine? Chillt. Lass mal alle einfach, Bruder, wir sind hier so. Wir sind mit demselben Bus gefahren. Um die Musik, ja? Wir sind mit demselben Bus gefahren, ja. Hätte jetzt jemand anderen einen anderen Bus genommen, wäre ein anderer Mensch. Ich sag dir, wie es ist, dieser Moment, wo du auf uns ein... Wie geil sieht Emre im Video aus? Emre Forever, Digga, geht's dir gut? Keine Fantasie, Alter. ...geredet hast, ey Leute, verliert nicht den Spaß an der Sache. Wir sind alle mit demselben Bus. Das war so ein wichtiger Moment und ich habe diesen Satz bis zum Ende von Icon 5 auch mitgenommen. Das hat einen immer wieder, auch in der schlimmsten Situation, motiviert einfach weiterzumachen, weißt du, weil... Wir wissen ja, wofür wir es machen und am Ende des Tages wissen wir auch, was daraus resultieren wird. Die Leute sind da, weil die das lieben, Bruder. Ja, und das ist das, was uns alle verbindet. Und ich glaube, das vergisst man halt schnell, wenn der Druck so richtig hoch ist. Ne? Ja. Und ich glaube, der erste Moment, wo wir einfach gesehen haben, das hat sich alles gelohnt, wir haben doch Gold hier, ist dieser hier. In der Favela, mir ist es dunkel, ich bin gebunden in der Favela. Geiler Song. Schon Kunden und in meiner Runde in der Favela, in der Favela. An dem Song hast du gemerkt, wer ist ein Artist und wer ist einfach nur dabei. Sorry, aber ist einfach so, soll sich jetzt nicht hart anhören. So im Vergleich zu der anderen Gruppe, wo diese Mädchen war mit das, Digga, vergleich das einfach. No disrespect. In der Favela, in der Favela. Wenn dieser Song in diesem Moment nicht genau dort gedroppt wäre, dieser Song hat mir Hoffnung gegeben. Richtig. Zu sagen, krass, wir haben starke Künstler, wir haben doch Leute, die können das, egal wie viel Druck das ist. Weißt du, was ich meine? Aber dann, nach der ersten Performance, kam auch die erste Nacht und die ersten richtigen Probleme. Alter, weißt du, was wohl Scheiße ist? Ja, komm, Roller, komm, die Künstler, die nicht nach Hause schicken. Ja. Wir haben euch schon gesagt, mehrmals, wir können das nicht durch, wenn die Künstler nicht auf uns hören. Ich bin extra, ich bin voll auf korrekt, ich bin auf freundlich, bin ich zu jedem Eis von euch gekommen. Ich habe euch gesagt, Jungs, verlasst dich ja nicht.
Ihr habt euch dafür entschieden, die Zellen zu verlassen. Alter, ich kann nichts anderes machen, als Konsequenz zu ziehen. Bruder, weil wenn ich das jetzt nicht mache, und das ist nicht, weil ich einen von euch nach Hause schicken will, ich will nicht, Bruder, ich habe keinen Bock, aber Bruder, wenn ich nicht einen von euch nach Hause schicke, endet das da drin, dass alle nach Hause fahren müssen. Ich habe ja gesagt, wenn ich nicht einen von euch... Wann ist er ausgerastet dann? ...nach Hause schicke, dann führt das dazu, dass alle nach Hause müssen. Guck mal bitte, was passiert. Ich schwöre auf meine Mutter, Alter, nehmt das mit auf euer Zimmer und lasst euch das einfach bitte, bitte eine Lehre sein. Beim nächsten Mal ist einer von den Kürzeln, einer von den Lieblingen besser. Oder man muss auch einfach Deutsch was sagen, dass wir lernen. Hast du dieses Lächeln gesehen von den Kürzeln und gesagt, ach so ist das, ja. Ach so. Wir haben gesehen, ja, der zieht sowieso nicht durch, der macht nichts. Aber auch sowas lernst du, ja. Auch für Icon 6. So, und dann noch ein absoluter Schlüsselmoment. Wer von euch war heute der Stärkste? Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade noch mit denen geredet. Jeder hat auf sich selber geguckt. Ich weiß gar nicht, wer der Beste oder der Schlechteste war. Kann ich dir keine Antwort drauf geben. Ich absolut keine Ahnung. Also ich habe weder auf jemand anderen gehört. Skandi? Stark? Bei uns kein Resultat. Gar keine Ahnung. Wir werden uns für kein Pro oder Contra entscheiden. Guck mal, der ausschlaggebende Grund ist, warum wir auch, glaube ich, keinen finden. Weil am Ende des Tages würden wir dafür, also wir wären die Entscheidung für jemanden, einfach vielleicht seine Zukunft kaputt zu machen. Löwe. Und das geht nicht. Das funktioniert. Ich glaube wirklich, ab dem Moment ist mir bewusst geworden, dass Skandal mein Nummer 1 Feind wird bei Icon. Weil der ist jetzt einfach der Klassensprecher und am Ende des Tages auch der Fädenzieher für die ganzen anderen Künstler. Irgendwo war ein Skandal hinten in den Ecken, der den anderen Künstlern ins Ohr geflüstert hat und gesagt hat, hey Jungs, vielleicht lass es mal so machen, wir drücken die letzte. Und im gleichen Moment kommt er dann zu einem aus dem Team und sagt, hey, das und das. Ja. Und dann geht er wieder zu den Künstlern und sagt, Bruder, das war krass. Einige von euch haben gerade... Ich gehe so weit und ich sage jetzt eine Sache. Stellt euch mal vor, Skandal hätte sich am Ende, im Finale, nicht dafür entschieden zu sagen, ey, ich bin raus. Und dann wäre er mit ins Voting gekommen. Ich sage euch ehrlich, vielleicht hätte Skandal das ganze Ding gewonnen. Also, es ist ja kein Leak. Er kann ja nicht gewinnen, weil er war ja nicht mit dabei in den Top 5. Wer weiß, weil der hat eine kranke Fanpage, Digga. So Dings. So krasse Fans. So, ich gehe sogar mit, ich sage, der hätte safe gewonnen. Erfahren, wie schnell es gehen kann, von den eigenen Teammitgliedern gekickt zu werden. Dementsprechend achtet wirklich in Zukunft darauf, auf euch zu achten. Und wir haben uns eigentlich dazu entschieden, heute 5 Künstler von euch nach Hause zu schicken. Allerdings haben wir uns jetzt gerade umentschieden und es werden nicht 5, sondern 10. Ja, erzählt mal mit jetzt, erzählt mal ein bisschen mit. Und wir werden euch jetzt die einzelnen Künstler vorlesen, die uns heute verlassen werden. Atta, Smelly, Burak, Sentry, Leider Crimes, Sari, JZ, Danny, Fassé. Bro, wir sind ja 3 Leute und da waren 10 Leute auf der Liste und es war alles sowieso sehr hektisch und spät und wir hatten eigentlich Ruhepause ab 22 Uhr. Richtig. Und wir waren ja schon über der Zeit. Ja. Und das war auch mit Hektik verbunden und dann haben wir einfach gesagt, du liest die ersten 3, du die nächsten 3 und ich die letzten 3. Aber den allerletzten haben wir vergessen. Den allerletzten hätte er eigentlich sagen müssen. Wir haben tatsächlich dann vergessen, Alan aufzuzählen und dann nachher, fuck, wieso ist Alan noch hier? Wie machen wir das jetzt? Und der arme Bruder, dann haben wir den tatsächlich noch nach Hause schicken müssen, einfach weil das die Challenge war. Ja, auch daraus lernen wir. Ja, und dann kam auch der erste richtige Streit zwischen uns. Also ich bin um 6 Uhr wach. Um 7 Uhr, ich bin schon fertig mit meinen Nerven, Alter. Und dann, wir wollen anfangen zu drehen, fangen aber erst um 15 Uhr an zu drehen. Und dann irgendwann sind wir um 23 Uhr nachts noch da, wenn Leute dich anschreien. Und irgendwann war auch so der Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, Bruder, ich habe sowieso keine Kontrolle mehr. Mhm. Und ich dachte mir, Jungs, mir ist es scheißegal, macht was ihr wollt, so, ich geh pennen. Und ich lieg in meinem Bett. Und ich denke mir, endlich diese warme Decke, die über meinen Körper gleitet. So. Und endlich habe ich ein bisschen Ruhe, weil mein Kopf ist gefickt. Plötzlich, ich höre an der Tür, dusch, 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 aufmachen. Sandro steht auf, einfach geht zur Tür, Dings macht Dings, BZ kommt reingestürmt. Colin, die Künstler, die sind alle raus am Ausrasten hier, die machen alle Randale und du sitzt hier am Bett, du bist am Ben. Was ist los mit dir, Alter? Und schreib mich an. Er hat den angeschrien, als wenn er sein Vater wäre. Wie, du schläfst hier, Blutermann! Und er sagt so, was soll ich denn machen? Ich habe aufgegeben so in dem Moment, weißt du? Ja, und das, genau das haben wir nicht akzeptiert, dass du aufgibst. Ja. Und wir standen da so lang und haben Colin so, oder er, BZ, hat Colin so lang angeschrien, bis er sich gewagt hat, auf die Bettkante zu setzen, seine Sachen anzuziehen und runterzugehen. Aber das war auch der entscheidende Moment, da weiterzumachen. Ja. Und genau an anderen Tagen, wo wir gebrochen waren, hast du uns den Rücken gestärkt. Ja, das stimmt. Und dann
Weil ich mit den Nerven so am Ende war, du musst hier wahrscheinlich 2-3 Uhr morgens, ich kann nichts mehr machen, komplett. Ich bin fertig, ich hab keinen Schlaf, mein Gesicht schmilzt. Jede Scheiße wird hier diskutiert, Mann! Behind the scenes, Colin rastet aus. Warum rastet der aus, dann? Ich schwöre auf meine Mutter alles, Bruder, geht doch einfach. Ich kürze meinen Kopf, Bruder. Der eine sagt so, der andere sagt so, Alter, das geht nicht. Wie soll das, wie stellt ihr euch das vor, Bruder? Habt ihr mich irgendwann mal so schreien hört? Nein, ne. Das passiert nicht, Bruder. Also das kommt einfach nicht vor. Danach war vorbei. Ich glaube, wir haben da noch die Musikvideos im Knast gedreht. Richtig. Und danach war Game over. Randale hat gestartet, Hotelbesitzer hat gesagt, ey Jungs, wir können das nicht mehr weitermachen. Gläser. Ich war am Ende meiner Nerven. Mhm. Ich glaube, ihr wart auch irgendwo am Ende und es ging einfach kein Weg mehr nach vorne. Ja. So, und das war das Ende von Runde 2. Wir haben einen ganz besonderen Special-Gast für euch zwei organisiert, besonders für euch beiden. Extra für uns. Weil dieser Künstler wollte euch nochmal Hallo sagen und kurz ein bisschen, vielleicht ein bisschen Rache ausüben, weil den habt ihr rausgeworfen. Rache? Was? Ey, und könnt ihr schon raten, wer es ist? Nee, wer ist das denn? Noch nie gesehen. Wer ist das denn? Oh mein Gott. Digga! Es geht wieder los, oh verdammt! Smackdown einfach. Also, ihr habt ja Akaui rausgeschmissen. Jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit. Akaui, du hast jetzt... Fünfmal, Onurcan, warum jetzt fünfmal? Was machst du da? Sechsmal... Digga, warte mal kurz. Er sieht nicht aus wie ich, Chat. Die Möglichkeit nochmal ein paar... Er sieht nicht aus wie ich. Renn, Amon Akaui, renn doch endlich, lang rennen. Run, run, Sache. Renn, Amon Akaui, bitte renn endlich. Renn, renn, renn. Bruder, 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 renn. Renn. Zu viel Rennen, ja, aber Rennen. Papa! Bruder, Geist ist krank. Fand ich nice, war cool. Mal eine andere war cool. Hab ich nicht so erwartet, aber das zeigt doch, dass Dings ist. Dass er vielfältig ist. War mir am Ende ein bisschen zu viel Rennen. Rennen. Aber war nice. Der hat keine richtigen Lines mehr. Ja, am Ende war nur noch Rennen und so. Ja, kann man das übel nehmen, kann man nicht, weil ist, am Ende des Lieds passiert eh nicht viel. Er kann jetzt schlecht auf einmal so einen 16er raushauen. War nice. Facette von dir hat mir auf jeden Fall sehr... Der will viel rennen, ja? Wir beide können aber nicht rennen. Wir alle drei können nicht rennen. Ich glaube, Emre ist der Einzige mit Conny, die rennen können. Sehr gut gefallen, geil. Dankeschön. Ich finde es richtig schade, Akaui. Von dir hat man bei Icon 5 leider gar nicht das gesehen, was du wirklich alles drauf hast. Ja, ich bin sicher, in deinem Akaui steckt noch viel, viel mehr, ja, als definitiv. Das, was er präsentierte bei Icon 5. Du hast jetzt nochmal die Chance, kurz mit den Zuschauern zu reden. Ist deine letzte Chance, mit der Icon 5 Community ein Wort auszutauschen. Ihr wisst nicht, vor genau einem Jahr ungefähr stand ich auch genau hier. Hab performt, mein ganzer Körper hat gezittert, ich hatte Angst vor dem Mikrofon zu stehen. Jetzt komme ich her, ich will das Mikrofon, ich will mitnehmen, ich will das mitnehmen. Ich will nicht mehr weg. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Wallah, an euch alle, die seit Tag 1 hinter mir stehen. Ich bin von Null auf reingekommen und bin hier, wo ich stehe. Akaui, ich küsse dein Herz, ich danke dir ganz herzlich, dass du nochmal hier warst. Ja, und war cool. Auch für uns, für die Jury und die Zuschauer, denke ich, glaube ich, Dankeschön, jeder. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ich liebe euch. Ja, cool. Dann kommen wir auch schon zu der dritten Runde. Das war das Live-Event. 1500 Icon-Zuschauer. Und das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass so viele von unseren Fans an einem Ort zusammenkommen. Ich finde einfach das Konzept, wie wir das da aufgebaut, um nochmal drauf zurückzukommen mit diesen versteckten Kameras und wir beobachten die Künstler, war schon was Geiles. Das war schon geil geplant. Ey Leute, und eine Sache noch. Habt ihr noch im Kopf, was zum Anfang, bevor die Künstler aufgetreten sind beim Live-Event, wisst ihr noch, was da passiert ist und was wir auf unsere Handys bekommen haben? Oh. Richtig ekelhaft. Ja. Es wurde mir ja auch schon angekündigt, 2 Wochen vorher, über einen unbekannten Anrufer, der mir dann gesagt hat, ey, kurz vor dem Live-Event werdet ihr als komplettes Team, also Colin, Sandro, Emre und du, werdet alle Nachrichten auf WhatsApp bekommen, dass gewisse Künstler, darunter auch Favoriten, schlecht über euch reden, euch die Reifen zerstechen wollen und hast du nicht gesehen, also auch... Mithilfe für dich geheim ist das die Nummer von Colin, yo, ist meine Nummer, was gibt's, hä? Drohungen mit beinhalten und ich habe keinen Wert drauf gegeben, ich hatte euch Bescheid gesagt, aber das ist dann wirklich passiert, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet und genau an dem Morgen, pünktlich um 8 Uhr morgens, kamen dann die WhatsApp-Nachrichten auf all unsere Handys. Richtig. Und zur gleichen Zeit, wir hören einfach nur Bing, 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 Bing und plötzlich du siehst, da sind Texte, vermeintliche Screenshots von zum Beispiel einem Shabab oder einem Hasuna oder...
Wenn ich ihn sehe, schlage ich den kaputt, gebe ihm kranke Bombe, ich weiß eh, wo er wohnt. Ich zersteche ihn seine Reifen. Privatjets. Oder wen auch immer von... Sandro, dieser NPC hat keine Eier, der soll mal Punkt gehen. Privatjets sind alles Herzensmenschen, mit denen wir richtig gut sind. Und in diesen WhatsApp-Nachrichten stand wohl drin, dass die über uns richtig abwertend geredet haben und, keine Ahnung, Mutter beleidigt haben und sowas alles. Und natürlich sind wir dann direkt im Live-Event auf die Künstler zugegangen und haben gesagt, hey... Ist das wirklich von dir? Ja, und ist das hat, real? Ja, und dann hat sich rausgestellt, die Nachrichten waren absolut fake. Die Person, die ganzen Nachrichten rausgeschickt hat, hat ja gezielt versucht, das Verhältnis zwischen uns kaputt zu machen oder auch das Voting für die Künstler für das Finale zu manipulieren. Safe. Hat er ja aber absolut nicht geschafft. Na, Opfer! Bevor wir jetzt ins nächste Thema reinstarten, ich habe noch zwei Ich bin ein bisschen schockiert, Alter, ja? Walla, wie creepy. Denn es muss jemanden geben, der alle Nummern auf einmal herausgefunden hat, sich anscheinend auch sehr viel Mühe gegeben hat für die ganzen Screens, die wohl fake waren. Und jetzt stellt euch mal vor, das hätte Icon 5 kaputt gemacht. Alle Artists, die ihr jetzt kennt, würde es jetzt gefühlt gar nicht geben. Besondere Gäste eingeladen. Okay, direkt zwei. Das sind zwei Künstler, stark, die ihr vor der Villa auseinandergerissen habt und die mit euch noch ganz klar ein Hühnchen zu rupfen haben. Hab ich gehört nicht dazu. Geht die mal rein, bitte. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das? Jesse mit kurzen Haaren und Ada wäre auch. Warum sehen die so anders aus? Verdammt, warte, jetzt kommt dieses Rey Mysterio-Intro. Ey, ich freue mich auf jeden Fall auf die Kommentare. Hey, warum sehen die so anders aus? Der hat doch voll die coolen Haare gehabt. Wir wieder zusammen, weil die sind zusammen auf jeden Fall ein sehr krasses Team. Also die wollten euch erst auseinanderreißen und jetzt auf einmal freuen die sich auf die Kombi. So. Seid ihr bereit? Wir sind 100% bereit. Bruder, die sehen so anders aus. Herzrasen, Puls steigt, spür Gefahr. Ja, wir wollten nie so sein, doch wir kamen nie zu nah. Herz kalt, denn die Straße machte hart. Es lief alles nicht nach Plan, doch sie machte mich zum Mann. Aus uns wurde nix, ging mit den Dämon mit. Weil ich Hase tick und nicht in der Schule sitz. Weil ich Straße bin, wollt mich deine Mutter nicht. Weil hier früh die Achter klickt, war ich dir im Unterricht. Tag für Tag ein neues Problem und alles endet gleich. Den Schmerz im Herz kannst du nicht sehen, bis mich der Tod befreit. Nimm mein Zug und ich atme an. Wir haben's versucht. Ich versteh, ich tu dir nicht gut. Ich wollte direkt gucken, was ihr sagt. Geil, boah, nee, skip mal, geht, naja. Guck mal, das ist das Ding. Entweder du liebst diesen Style oder du hast diesen Style. Es gibt keinen Mittelweg bei diesem Style. Dieses französische Diepe. Penel hat sehr viele davon, Digga. Entweder du liebst das und fühlst das maximal mit Gänsehaut oder du sagst, ah, ist okay. Ich liebe das, aber ich sage, ist okay. Sag ich euch offen und ehrlich, warum soll ich lügen? Ich habe ihn nicht so gut in Erinnerung. Ich weiß nur, bei Icon 4 fand ich ihn nicht so krass. Aber jetzt hier finde ich ihn gut. Also gute Entwicklung. Wäre ich sehr gespannt drauf, was man bei Icon 6 sehen würde, wenn er dabei ist. Das ist ja anscheinend dann Yesin. Yesin kenne ich von dem Kali-Lied. Euro Wings? Das muss es sein. Ist nice. Also das Lied finde ich nice. Also von ihm kenne ich was, aber von ihm kannte ich jetzt eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Aber so auf kurze Haare kommt schon böse. Euro Wings, ja. Und keine Peanuts, sei für mich da. Mahabiba, wo bist du diesmal? Such jeden Tag, aber bring tut es mir nix. Bin lost, nur du, mein Dorf, tust gut. Dass du mir fehlst, ist kein Geheimnis. Steh in der Hölle, wo ich lebe, seit ich klein bin. Ist nice, okay, der also Weg, der mich begleitet, nicht mein Geschmack. Ich geh ohne dich. Vom Lied her ist es nicht schlecht, es ist gut gemacht, es hat einen nicen Vibe, aber ist nicht mein Geschmack. Geschmack ist was anderes. Ich kann nicht sagen, ist schlechte Musik, aber ich kann auch nicht sagen, ist Brett oder sonst was. Geisteskrank, ich höre, habt ihr nur Liebe für die Jungs, aber ist nicht mein Geschmack. Wir sehen euch ja jetzt schon seit Icon 4, wenn man das so sagen kann. Richtig. Und eure Entwicklung von Icon 4 bis Icon 5, da sind Welten zwischen. Ja. Auch so, was euren Charakter angeht. Und ihr seid noch ziemlich junge Künstler. Das ist das Ding, die sind ja anscheinend auch sehr jung. So, wenn ich die vom Alter her angucken würde, ich würde sagen, Digga, die sind maximal 18. Die sind vielleicht maximal 18.
Stellt euch nur vor, was passiert in 5-6 Jahren. Die machen ja weiter, die hören ja jetzt nicht auf und machen 5 Jahre weiter. Wer weiß, wie deren Entwicklung nächstes Jahr ist, übernächstes Jahr oder sonst was. Künstler darf man nicht vergessen. Ja. Und wer weiß, wie ihr euch noch weiterhin entwickeln werdet. Also ich glaube, ihr habt noch eine sehr, sehr große Hunger. Zukunft für euch. Danke, 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 danke an jeden Einzelnen, der uns supportet hat. Ja, und nur Liebe für die Jungs. Supportet die Jungs weiter, wir gucken mal weiter. Also no disrespect. Danke, Habubs. Ich küsse euch. Nur Liebe für die Jungs. Bleib stabil. Also Jungs, danke, dass ihr hier wart. Ich küsse euch. Herz. Okay, jetzt wird's spannend. Und dann, nachdem wir das Ganze überlebt haben, sind wir das erste Mal ins Ausland nach Malaga geflogen. Ja. Wir haben sogar Anschiss vom Pilot höchstpersönlich bekommen. Oh, krass. Der kam zu uns und hat uns angemeckert. Der meinte, jeder schon ein Wort von irgendeinem... Hey, ich halte das Flugzeug an! Kommen wir direkt zum ersten Moment, wo die Künstler das erste Mal die Villa betreten haben. Das war auch das erste Mal, dass mir persönlich klar geworden ist, wie sehr Künstler gegen einen Hassuna gestichelt haben. Und dann hast du das erste Mal gesagt, ey Emre, du hast ja recht. Und vor allem, die Eskalation war ja direkt am ersten Abend, ne? Es ist in der Villa richtig abgegangen und ich hatte keine Ahnung, was da passiert ist. Hey, gib mal einen Bruder. Gib mir das deinen Teller. Dankeschön, mein Bruder. Dankeschön, schön. Ich hab Bock auf Pfirsich. Gibt's keinen Becher? Geht die Zitrone trinken. Ich liebe euch. Ja, war gut, ne? Ich glaube, du hast es gerade gesagt, ne? Was ist das da, ein Eisbär? Pfirsich? Ey, Bruder, machst du mal kurz einen kleinen Cut, ne? Ich würde gerne essen, Bruder. Ich glaube schon, das erste Mal probiere ich jetzt. Ja, mach mal einen Cut. Eigentlich, guck mal, nicht an dich gerichtet, aber eigentlich jeder, der Pfirsich trinkt, ist ein Hund in meinen Augen. Zitrone an die Macht, Wanda. Zitrone an die Macht, ich schwöre. Guck mal, das ist Ei, was du sagst, schneid das weg. Nein, schneid das weg, nicht an dich, ich sag da nicht an dich gerichtet. Ich hab das aber gerade gesagt, Bruder. Du musst doch aufpassen, was du sagst, Bruder. Sag doch. Hä? Streiten die sich gerade wegen einem Eistee? Ich bin auch Team Zitrone und jetzt, hä? Wegen einem Eistee? Ist nicht an dich gerichtet, ja, aber jeder, der... Aber was ist denn dazu? Was laberst du? Ja, normal, Bruder. Ich sag davor, ja, ist nicht an dich gerichtet. Was ist los mit dir? Ja, trotzdem, Bruder. Wegen Eistee? Aber guck mal jetzt, ey, jetzt no disrespect an Hasuna. Ich liebe ihn ja. Aber er hat's doch gesagt, ist nichts gegen dich gerichtet. Nein, weil der Hund gesagt hat. Er meinte doch, guck mal, ey, Digga, wir haben's doch gerade gehört, Chat. Ich sitze doch auch hier. Er meinte doch, ist nicht an dich gerichtet, aber jeder, der Eistee trinkt, ist ein Hund. Ich hab Hund gehört. Oder hat der Hund, ihr wisst schon was gesagt. Wegen einer Eistee, oder? Ich weiß nicht, dass du das so sagst. Fertig. Ja, Leiri, was für Leiri? Ja, Leiri, was für Leiri? Ja, Leiri, auf das, was du sagst. Okay, das hätte jetzt aber auch nicht sein müssen. Also ich sage euch, wie es ist. Es ist völliger Kindergarten gewesen. Also mehr Kindergarten geht wirklich nicht. Und hätte ich das live gesehen, hätte ich wirklich überlegt, beide rauszuwerfen, direkt am ersten Abend. Bro, daraus ist so viel noch resultiert. Das kann aber auch manipulative Anspielung sein. Das heißt, der hat das so verpackt, um zu sagen, ey, weißt du, nicht an dich gerichtet, aber dann doch irgendwie schon. Einfach nur ganz... Ja, es ging um Eistee. Ganz kleine Sticheleien, die sich dann wirklich hochgeschaukelt haben zu einem unglaublich krassen... Und wahrscheinlich der dramatischste Moment, der bei Icon jemals passiert ist. Ja, ja. So, und dann kommen wir auch schon zum allerersten Moment, wo ihr als Jury euch entscheiden musstet, den ersten Künstler aus der Icon-Villa wieder nach Hause nach Deutschland zu schicken. Aus dem sonnigen Malaga, ja, wieder in die Wolken und ins Ghetto. Und zwar kam das nach dem Battle Barré versus Skepta. Die Jury hat sich entschieden. Es war keine einfache Entscheidung. Aber wir haben eine Entscheidung gefällt und wir haben uns entschieden für Barré. Aber stell dir das mal vor, du kommst aus Düsseldorf nach Malaga. Dreckig. Hast ein Jahr dafür geackert bei Icon 5, bist jetzt vor der Villa, performst mit einer Chance und gehst direkt wieder nach Hause. Keiner kann mir sagen, dass das nicht wehtut. Nein, ja. So, das ist schon Schmerz, Bruder. 100%. Das ist ja das, was du ja kreiert hast. Der arme Skepta, ja, ist auch ein krasser Artist, aber in dem Moment hätte ich auch gesagt, Barré weiter, safe Barré weiter. Das war, ne? Also das bist du schuld. Das ist ja auch der Spot, den du geopfert hast. Ne? Deswegen bin ich froh, dass ich nicht in der Jury sitze, weil ich glaube nicht, dass ich einen Skepta nach Hause schicken könnte. Und dann haben wir natürlich auch sehr viele Momente der Brüderschaft einfach bei Icon erlebt. Der Moment, an dem dieser Künstler sich auch seinen Hack zurückgeholt hat und seinen Namen gemacht hat. Ich sag euch ehrlich, meine Gruppe... Und ich, wir sind alle daran schuld, aber ich werde dafür rausgehen.
Und ich sag euch jetzt eine Sache, dieser Typ hier, Bayor, Wallah, sagt, was ihr wollt. Okay, Shabab ist krass, okay, der ist nice, der ist nice, der ist nice. Mein persönlicher Favorit war Bayor. Sorry, ist aber so. Er rappt krass, er macht gute Hooks, er packt ein Double Time wie keine Ahnung was. Der türkische Part war nice, aber das, okay, wenn viele nicht verstehen, egal, scheiß drauf. Ist mein persönlicher Geschmack einfach. Er hat abgeliefert, hat nicht einmal verkackt. Sorry, ist aber so. Und es hätte mich nicht gewundert, hätte Bayor das ganze Ding gewonnen, wenn kein Voting wäre. Der hätte im Hintergrund so viel anscheinend auch gemacht. Hier, Ivo schreibt, wer weiß, wie viel er von seiner eigenen Kraft noch geopfert hat. Er war mein Favorit. Er war mein Favorit, was ein Sieg angeht. Obwohl ich Shababs Musik privat noch mehr höre. Oder Skandal sein, Barré, sogar Rasha. Gesamtpaket. Genau, er ist ein Gesamtpaket. Er ist ein Gesamtpaket, womit du arbeiten kannst. Bayos Onujan 2.0, stark. Onujan 7. Okay, er ist der nächste Onujan. Okay, tamam. Als Kapitän. Krank, Alter. Krank. Ich hab euch ja gesagt, Icon 4, ich hab komplett reingeschissen, Icon 5. So, ne? Gänsehaut. Nicht böse gemeint, Jungs. Gänsehaut. Also du bist bereit, dich freiwillig für deine Teamkameraden zu opfern gerade? Ja, 100%. Wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, du kannst sie nicht mehr rückgängig machen, bist du dir deiner Entscheidung 100%ig sicher. 1000%. Bruder, Gänsehaut. Ein absoluter Gänsehaut-Moment. Jetzt stellt euch vor, Kenan hätte verkackt. Icon 4 rausgeschmissen worden. Icon 5 auch zweite Runde oder erste Runde. Das wäre. Kenan wäre dann auch jetzt nicht da, wo er jetzt ist, mit den Zahlen her. Ja, er wäre rausgeflogen. Das wäre gar nicht möglich. Bei uns war das eher so ein Schock, oder? Also, ich habe absolut gar nicht damit gerechnet, weil. Kenan hat zerstört danach. Ich zeig euch mal was. Kenan hat zerstört bei Icon und er hat danach uns zerstört. Es betrifft auch mich. Achtet gleich drauf. Im ersten Moment siehst du, wie Kenan klatscht darüber, dass Bayor sich opfert. Und dann auf einmal tritt Kenan nach vorne, so wo ich mich dann frage, warum hast du gerade geklatscht? Und am nächsten Tag liefert Kenan einfach einen absoluten Hit. Und ich glaube, Kenan wusste in diesem Moment schon, was er hatte mit dem Song. Ihr kennt ja das Lied, oder? Kenan, I love with you. Nein, nein, ich zeig euch jetzt etwas. Ich zeig euch mal jetzt etwas, womit Kenan so gesehen uns auseinandergenommen hat. Interpol, Interpol. Achtet auf das Lied Mula. Seht ihr? Von wem ist das Lied? Von wem wohl? Von wem wohl? Guck mal, wie selbstsicher der reingeht. Hör zu! Fuck! Meine Schiff, das Fisch und Fick auf Interpol. Von der Seite komm ich schon erwartet und lasse dich von meinem Breaker Sohn. Meine erste Frage war direkt nach Interpol von Kenan. Ey Emre, sind die Beats, die ihr bei Dings kauft, sind die fest? Kann man damit noch arbeiten? Und dann hat schon alles geklärt. Es war derselbe Beat. Kenans Version besser? Ja, okay, dann hör ich einfach auf. Ich verkaufe den PC jetzt einfach. Ich weiß, ich spreche die Nase und habe sogar deine Plattes gestohlen. Ich muss halt sagen, das ist halt der Kenan, den keiner kennt. Und mit diesem Auftritt hat er sich wirklich unsterblich gemacht, ne? Er war bei Icon 4 quasi der kleinste so zwischen allen. Ja, damit fordert er einen Bands vor allen heraus mit so einem selbstsicheren Auftritt. Und dann, by the way, wisst ihr, was direkt am nächsten Tag passiert ist, nachdem der so ein Brett geliefert hat? Kenan, dein Gegner ist? Hasuna. Einer der legendärsten Momente bei ganz Icon. Gib mir Kiki. Ich kann diesen Beat nicht mehr hören, Bruder. Ich liebe es so sehr. Was will die Perle? Sag mir, was will die Perle? Die Perle will nichts, hört auf zu fragen! Also, was sie will, Cassie will alles, gar keine Frage. Kenne mein Name. Sei nur die Talk und beweg dich. Nimm noch ein Bubba zu meinem Kopf, ja, der dreht sich. Ey, ich kann das auch nicht mehr hören. Sorry, Wallah, kein Disrespect. Ich kann das auch nicht mehr hören, ja. Das war überall eine Zeit lang. Wie kann eine Freestyle-Session so krass überall sein? Ja. Ab dem Moment wirklich, also Kenan war nicht mehr wegzudenken. Mhm. Aber auch dann, für alle schönen Momente, die wir erlebt haben, haben wir auch harte Momente erlebt. Könnt ihr euch noch an diesen Moment hier erinnern? Und ich glaube, kein Zuschauer hat das auf dem Radar gehabt, was da tatsächlich passiert ist. Bruder, was geht hier? Ich hab's jetzt weggemacht, weil ich weiß nicht, ob, Digga, was springt der da runter dann aus dem Nix? Oh mein Gott. Moment mal, das hörst du sogar jetzt. Ja, da steht ein 3000 Euro Mikrofon und ein Skandal mit seiner ganzen Wucht. Oh, tschüss, da kommt eine Lawine raus.
Ach du Scheiße. Das war der Anfang vom Ende. Oh ja. Und oh, wir hatten gedacht, das hat irgendwas mit dem Wind zu tun gehabt, weshalb nämlich der nächste Moment passiert ist. Baby, nur du. Du bist mein Atem. Gar keine Frage, dass ich dich will. Der Arme singt einfach eine Socke an, weißt du was ich meine? So ein Ach, deshalb war diese BZ-Socke. Küffle, Küffle, stinky, stinky. Natürlich hat er so ein Liebeslied gemacht, Junge, bei der Socke, bei diesem Sockengeruch. Meine Socke vom letzten Tag. Aber das hat die Stimmen bei denen richtig krass verändert. Diese Episode haben 919.000 Menschen gesehen. BZ seine Socken haben 990.000, ihr wisst schon, Menschen gesehen, ja. Auf Sock her, Walla, geil. Und kein einziger hat gecheckt, dass das die Socke von BZ war. Eigentlich kann man die Socke verkaufen und versteigern. Ne? Ich würde gerne die Socke haben und ich gebe auch alles dafür. Aber dann muss man auch sagen, es gab unglaublich viele sehr dramatische Momente. Du hattest das Battle Azu gegen Hassuna, wo ein Hassuna rausgeflogen ist. Die Entscheidungen sind immer schwerer geworden. Ja. Ein Infinite fliegt raus, ein Kali fliegt raus. Umso weiter wir ins Finale... Bei Kalis Rauswurf habe ich selber gesagt, Fehlentscheidung. Dieses Tap-Tap-Lied, Bruder. Alle gegangen sind, umso nervöser wurde ich auch bei den Entscheidungen, muss ich sagen. Weil dadurch, dass die Künstler natürlich auch irgendwann am Ende ihrer Kräfte sind, wirkt sich das Ganze auch auf die Laune aus und dann auch auf die Gruppendynamik. Und dadurch sind natürlich auch Streitereien und Reibungen entstanden innerhalb der Villa. Und unser Plan war es ja eigentlich, eine Top 3 zu machen, wie wir es sonst auch immer machen. Aber wir kamen dann wirklich an einen Punkt an, wo wir gesagt haben, es geht nicht mehr. Also wir können keine weitere Challenge machen. Ihr gehört zu den letzten 5 von Icon 5. Guck mal bitte eure Gesichtsausdrücke. Ja, so. So erleichtert. Guck mal auch die Künstler, kein Atem mehr. Mario, guck einfach auf den Boden. Guck mal bitte diese Augenringe von Shabba. Boah, ey, ich will mir auch nicht vorstellen, wie anstrengend das für die Künstler als auch für die Jury war. Jeden Tag ein und wenn du kacke warst, sogar 2 Songs. Außer Shabab hat versucht, ein Lächeln auf Krampf so rauszuquetschen, aber... Die waren müde, die waren kaputt, die konnten auch nicht mehr. Und die letzte Hürde werdet ihr morgen bestreiten müssen. Es gab aber nie einen Morgen. Es gab nur einen gestern. So ist Icon 5 dann zum Ende gekommen. Und jetzt sitzen wir... Hier, bevor wir jetzt... Icon 5, bisher bestes Icon gewesen. Icon 4 war zwar auch cool und so. An der Stelle Grüße an meinen Bruder Obi. Icon 3 habe ich nicht so verfolgt, sage ich euch ehrlich. Da habe ich aber Biggie kennengelernt. Und Icon 5 war einfach Macht. Sorry, ist aber so. Mal gucken, wie Icon 6 wird. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob euer Bruder bald bei Icon 6 sitzt. Zu dem Moment kommen, auf den alle gewartet haben. Glaube ich, wäre es nochmal interessant, uns ein paar Stats anzuschauen. Denn Peter war so freundlich und hat uns eine kleine PowerPoint gemacht. Was verdient man als Icon? Was euch bewusst sein muss, ist ein Facharzt, der 8 Jahre studiert. Und dann kommt so ein 19-jähriger Kenan von Seite. Und verdient mehr. Hi, Kenan. Wir können uns gerne mal auf einen Kaffee treffen, wenn der Kaffee auf dich geht. Nach einem Kaffee esse ich gerne immer etwas, so Trüffelnudeln und so. Ich weiß, wir haben noch nie Kontakt gehabt und... Wie sieht's aus? Wann hast du Zeit? 80.000 Euro. Kenan! Kenan, bist du zum Essen ein? Ja, das stimmt, das ist schon... Einfach mit was für die Crazy, ne? Ey, das ist unglaublich, ne? Wir sind nicht an einem Major gebunden, der irgendwie ein... Kenan! Vorschuss gibt oder sowas, sondern das ist Geld, das die Künstler sich einfach verdient haben. Das geht straight in ihre Tasche, das wird jeden Monat ausgezahlt mit iGroove und fertig. Guck mal, dazu komme ich jetzt. Ey, ich werde den Chat jetzt weniger lesen, aber guck mal, der Kenan hat anscheinend, also die haben jetzt Kenan gedroppt, aber die anderen wahrscheinlich auch. 80.000 Euro haben die wohl verdient, ja? Das ist geisteskrank. Natürlich, ja, kann man nicht schlecht reden. Und jetzt leak ich euch eine Sache. Leak des Jahrtausends. Hier, wie viel hat dann Scan den Jobber verdient? Hier, Ivo sagt weniger. Könnt ihr nicht vergleichen, weil Kenan hat einfach die meisten Singles mit den meisten Streams, glaube ich. Auch ein Rasha. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, Rasha hat jetzt immer noch, weiß ich nicht, mehr monatlich höher als Shabab. Es kommt ja darauf an, wie viele Streams du gemacht hast. Aber egal, jetzt liege ich euch etwas. Ey,
Ich will ja nichts sagen, ne? Icon 5 läuft. Alles ist schön und gut, alles steht. Nach diesem Bühnenauftritt, da wo die live performt haben und da sind ein paar Leute geflogen, habe ich eine Nachricht bekommen von einem Icon 5 Künstler. Von einem Icon 5 Künstler. Ich werde jetzt seinen Namen nicht leaken. Auch die Jungs wissen es. Ich habe eine Nachricht bekommen von einem Icon 5 Künstler. Er schreibt mir, ey, lass uns zusammen ein Video drehen. Ich sag, was für ein Video sollen wir drehen? Weil ihr kennt meinen YouTube-Content. Ich mache irgendwelche TikToker fertig oder sonst was. So eher lustiger, manchmal Real Talk, manchmal Beef. Schreibt mir dieser Icon Künstler, ich möchte über Colin auspacken, über Icon 5. Ja, warum? Ja, die haben mein Geld noch nicht gezahlt. Ja, aber Bruder, warum sollen die dir jeden Tag Geld geben? Anscheinend gibt's doch ein festes Datum. Die zahlen anscheinend monatlich aus. Ich krieg mein Geld, was mit Musik zu tun hat, auch nur alle 4 Monate. Oder nee, 3 Monate. Alle 3 Monate. Pro Quartal krieg ich mein Geld von meinem Musikvertrag. Er sitzt da, er sagt, ja, lass mal wieder darüber machen. Ich will den auseinandernehmen. Der gibt mir mein Geld nicht, der gibt mir mein Dies nicht. Was willst du, Alter? Was kann er dann dafür? Ohne Sinn, Walla. Und meine einzige Nachricht danach kam auch keine Antwort. Meine einzige Nachricht, so richtig hart, und es war ja nicht mal hart, war, hast du dir überhaupt mal meinen Content angeguckt? Er schreibt mir, weil ich YouTuber bin, so einer auf den, wenn ich umsonst sage, wird's los. Junge, was willst du von meinen Eiern, ja? Was wollte er von mir? Ich weiß immer noch nicht. Ich sag, hast du mal meinen Content angeguckt? Ah, okay. Dieses Auge. Ah, okay. Chill, ich würde jetzt den Namen droppen. Ja. Geisteskrank, was wir den Künstlern durch Icon ermöglichen können. Auf jeden Fall, ja. Definitiv, ja. Und dann kommen wir noch zu ein paar super interessanten Zahlen und einfach Stats. Skandal. 61 Millionen. Boah! 17 Songs beteiligt, 61 Millionen Streams. Morück. Wow. Streams gemacht. Crazy. Krass, ein Biggie. 17 Songs, 58 Millionen Streams. Azu. 61 Millionen Streams, über 7,1 Millionen Streams mit seinem Song. Wenn die jetzt Rasha zeigen, sage ich, Rasha hat sogar mehr. Mi Amor, Kali, 13 Songs, 34 Millionen Spotify Streams. Barré, Top 5, 19 Songs, 63 Millionen. Bayo, 14 Songs, 54 Millionen. Canon, 18... Boah! Tschüss! 100 Millionen Streams, Bruder. 100 Millionen Streams. Lan Walla kann man nicht schlecht reden. Ich schwöre, kann man nicht schlecht reden. So, und ich sage sogar jedes Mal, ich bin nicht mal der größte Fan von Kenan. Man sagt, ja, hier, Bruder, hier, 18, hier, 100, siehst du doch, hier. Bruder, 100 Millionen Streams. 100 Millionen. Und wie gesagt, er wollte nur wissen, was die Perle wollte. Und ich bin nicht mal der größte Fan von ihm. Aber sei ihm gegönnt. Songs. 100 Millionen Spotify-Streams. Ein Kennern, Majuli, 15,7 Millionen Streams. Krank. Das sind einfach Streams wie, keine Ahnung, ein Raff Kamora macht. Ja, ich glaube, ein Raff macht natürlich mehr. Macht die Kern weniger. Bruder, ich küsse dein Herz. Das ist gerade nur so kurz hier. Guck mal, du siehst hier 101. Ich lese doch die Zahlen vor. Shabab, 17 Songs, 101 Millionen, 14 Millionen krass. Auf à la carte. Und auch, was richtig geil ist, das Made-Spotify-Profil hat mit über 2,5 Millionen monatlichen Hörern die Season von Icon 5 verlassen. Also ich finde, das ist nochmal eine richtig krasse krass. Leistung von allen krass. Beteiligten Künstlern. Krass. Und jeder kann auf die Zahlen unglaublich stolz sein. Definitiv, ja. Ich glaube, das sollte einfach jedem da draußen, der gerade zuguckt, nochmal klar und deutlich machen. Wir haben hier die allerbeste Jury. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die haben keine Ahnung oder sonst was. Ihr drei seid die Jury. Also gebt euch das mal. Das ist krass. Harte Arbeit zahlt sich auch aus. Wir haben auch wirklich sehr viel im Hintergrund dran gearbeitet. Sei es mit den Songs, sei es mit den Entscheidungen, alles. Und du siehst ja auch dementsprechend, auch die Zahlen sprechen für sich. Wir waren in den Trends, wir waren in den Charts. Es gab aber genauso gut auch Künstler, die wirklich an uns gezweifelt haben und auch oftmals an der Show. Und die einfach nicht darauf vertraut haben, dass wir schon wissen, was wir tun. Genau. Und ich hoffe, dass diese Künstler jetzt auch gesehen haben, dass wir das Richtige getan haben und dass die jetzt mehr darauf vertrauen, dass wir wissen, was wir tun. Genau, weil ja. Wie man eine Show macht, wissen wir. Und zum Abschluss, muss ich sagen, haben wir uns noch was Krasses überlegt. Ja. Auch um die Community mit einzubinden. Mhm. Und zwar haben wir uns die Top-Songs exportiert in roher Spuren, wenn wir wollen Remixes erzeugen. Deswegen wollen wir, dass sich bei uns die krassesten DJs, die es gibt, bei uns melden. Denn wir geben euch jetzt aktuellen Zugriff auf diese Spuren. Und ihr könnt dadurch einfach krasse Remixes erstellen, die dann im Sommer laufen, im Clubs. Macht, was ihr wollt. Ihr könnt wirklich spielen. Nehmt das auseinander und schickt uns das zu. Was war das für ein Minecraft-Dings aber gerade? Diese Minecraft-Let's-Play-Dings in der Musik. In der Videobeschreibung seht ihr einen Link zum Remix-Contest. Da stehen alle Teilnahmebedingungen. Viel Spaß, wenn ihr Remix machen wollt.
Ich will Content sehen. Der krasseste und gehypteste Rap von mir, was es jemals gab. Krasses Format, Jules war top. Nur lieber an die ganzen Dinger, aber was wollen die da sagen? Ja, ey, es war geil, ohne Musik, tschüss. Das soll jetzt nicht Alp kommen, aber ich werde das überspringen, wo die Community was dazu gesagt hat, weil die können auch nur sagen, war geil, war nice, war cool und jetzt keine Ahnung, wie lange das geht. Dankeschön an jeden einzelnen von euch Fans, die da draußen sind, die uns zugucken, die das Ganze überhaupt für uns möglich machen. Definitiv. Ohne euch wäre das Ganze absolut nicht möglich. Auf gar keinen Fall. Nein, nein. Und wo wir gerade schon mal bei dem Thema sind, mit den Zuschauern. Es haben mehrere hunderttausend Zuschauer für den Icon 5 Gewinner dieses Jahr abgestimmt. Respekt. Kommen wir zum Icon 5 Gewinner, ja? Jetzt wird's interessant. Respekt, Respekt. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Lass mich raten. Ein Künstler, der zu Unrecht rausgeflogen ist. Sei ehrlich, zu früh. Bruder, ja. Bruder, komm mal rein. Eine Legende. Bruder, zum ersten Mal bist du wieder konfrontiert mit den drei Leuten. Aber warum bist du früh rausgeflogen, Digga? Walla, Rasch hat doch gute Zahlen gemacht. War doch Dings. Zeig dein Song, zeig dein Song. Ich hab die Feld. Ah, der Song ist das. Während sie fällt, sagt sie, um sich zu beruhigen, immer wieder. Bruder, Rasch, also was? Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut, Lahain. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall. Sondern die Landung. Beifahrersitz, Auftragsmörder, zwei Schüsse in dein Körper, hört sich mit gestört an. Schell gedämpfter Kurdi ballert auf den Benz. Unbedacht gehandelt, sie wie jagt mein Arsch und ich renn. Hab mein Feind im Visier, Herzkraft zelebriert. Mama ahnt auch nicht, sie ist unwirt, heute ein Diet. Von einem Jungen aus der Hut, dessen Herz nicht mehr das ist, was mal war. Jeder kommt nur, wenn er braucht. Damals war noch keiner da. Vertrau niemals so wenig und erwarte nix. Gott hat immer einen Plan, mehr erwarte ich nicht. Walter P, was wie EKG misst meine Stärke und dich sticht. Ich sag jetzt schon was, guter Song, kommt Donnerstag raus, nice. Guter Song, die Rap-Parts haben mich aber nicht so abgeholt, sag ich euch ehrlich. Die Hook war krass. Und das ist das, was dieser Junge krass machen kann. Walla, er gibt keine Musik, er gibt Filme. Er gibt Filme. So, fand ich ihn am Anfang bei Icon 5 so, ein auf den, warum ist er die ganze Zeit weiter? Ja, aber bis ich gecheckt habe, dieser Junge kann was. Und er kann was, Chat. Walla, das ist Deep France. Ja, kann sein, das ist Deep Sonntag sogar sein. Er hat dieses Abschiedslied, Abschiedsbrief heißt das Song, glaube ich. Da habe ich ihm persönlich geschrieben, ey, du machst keine Musik, du machst Film. Weil da gibt es so ein, wenn du das Lied anhörst, guck mal, in der Musik gibt es eigentlich immer so einen normalen Aufbau so von den Songs. Erstmal kommen die Parts oder vielleicht kommt erstmal eine Bridge, dann kommt ein Part, dann kommt eine Hook, irgendwie sowas. Alles mögliche, es gibt immer so ein Dings. Er hat das nicht, er macht einfach. Und das hört sich geil an. Immer noch ganz allein. Gib mir die Hook. Selbst die leiseste Waffe. Jetzt hier das zum Beispiel, diese Filter, wäre jetzt nicht so meins, aber die Hook, Bruder, gib mir die Hook. Und der Krieg mit mir selber, hab ich selbst überwunden. Schreit laut, kleiner Bruder, lass die Finger weg vom Anzug, das ist hier kein Filler. Hier, ab hier Augen zu. Hörst du mich an, ja? Kann es sein, dass du mich meinst? Der aber tatsächlich mit mir der Pisser. Was glaubt ihr eigentlich? Was glaubst du? Du bist doch Scheißwechsel! Bruder, Walla, ab hier ist vorbei. Ich schwöre, ich hab Gänsehaut. Boah, ey! Walla! Allah, das ist so. Was los, Alter? Das war krass. Ey, ich bleib bei meiner Meinung. Parts fand ich nicht so. Manchmal waren Effekte, die hätte ich auch weggelassen. Also mein persönlicher Musikgeschmack. Aber Hook ist er krank. Walla, krass. Musik. Nicht Musik, das ist Film. Krass. Auch Beat war nice.
diese Filmsequenzen auch. Dann hast du jetzt nochmal die letzte Möglichkeit, mit den Zuschauern Chat, was sagt ihr? Reden, die Bühne. Gänsehaut, Ballergänsehaut. Also Freunde, was geht ab? Ich liebe euch, ihr wisst das, ich zeige immer viel Liebe, ich versuche jedem zu antworten. Ja. Ihr habt einfach einem Jungen, der mit 16 angefangen hat, Musik zu machen, den größten Traum erfüllt. Ich schwöre, manchmal ist das einfach nicht in Worte zu fassen. Und vielleicht in Zukunft kann ich euch diese Liebe zurückgeben. Und nur Liebe vielleicht kann ich für dich, mein kleiner Bruder oder meine kleine Schwester, der zu Icon kommen will, einfach nur zeigen, ob es jetzt bei Icon 6 klappt für dich oder nicht. Ob es bei den nächsten Episoden klappt oder nicht. Komm nochmal und versuch nochmal, nochmal, nochmal. Auch wenn keiner an dich glaubt, solange du an dich glaubst, ist Gott mit dir. Du kannst alles schaffen und deine Träume verwirklichen. Stark! Und das ist das Ding. Das ist das Ding. Ey, ich sage es immer wieder. Ich sage es immer wieder und immer wiederhole ich mich. Wenn ihr einen Traum habt, bitte, bitte zieht es durch. Bevor ihr euer Leben lang sagt, hätte ich es mal gemacht, hätte ich es mal probiert. Wenn ihr euren Traum jemandem sagt, so einer auf dem mit, ey, ich will das machen, und er sagt, nee, weiß ich nicht. Scheiß auf ihn. Nur du selber kannst deine Vision sehen. Bitte, bitte, auch jetzt hier mit Icon verbunden, wenn ihr Musik macht und ihr seid überzeugt von euch, bewirbt euch bei Icon 6. Versucht es wenigstens. Versucht es. Selbst wenn ihr sagt, nein, nicht Icon, Rap, selbst da versucht es einfach. Versucht es, statt dass ihr einfach nur rumsitzt und sagt, hätte ich es mal versucht. Stark, Rascher, rede. Deswegen, gib niemals auf. Ich habe auch nicht aufgegeben. Und ich bin einfach stolz und dankbar für alles. Ich liebe euch. Seit 2 Monaten kriege ich die ganze Zeit in meine DMs. Wer hat Icon gewonnen? Ja? Und ich freue mich, eine besondere Person hier im Studio heute zu haben, die uns sagen wird, wie die Stimmen sind. Ach, machen wir das nicht? Bruder, komm mal rein. Machen wir das nicht, oder was? Ey, ich hab das Gefühl, das war ein Fehler. Hier sind zu viele. Nee, ich muss reingucken. Egal. Hey Leute, ich hab gedacht, es gibt keine bessere Person auf der ganzen Welt, Skandia, uns heute zu sagen, wer gewonnen hat. Ich weiß es nämlich nicht, wer der Gewinner ist. Ich hab keine Ahnung. Ich hab extra nicht ein einziges Mal reingeguckt, wer der Gewinner ist. Und ich freue mich, das Skandal, dass du heute hier bist und das für uns. Wir werden noch Burger essen gehen. Wir haben darüber geredet, Skandal, wenn du das siehst. Wir werden noch einen Burger essen gehen. Und du weißt ganz genau, wo. So, dann werden wir erst zu 100% reden machen. Weil wir sind beide einer Meinung, was diesen Burger angeht. Und wir werden darüber reden. Wir werden ihn essen und darüber reden. Wenn ihr Bock drauf habt, spammt Skandal zu. Ein YouTube-Video wäre cool. Wir haben darüber geredet. Jetzt stellt euch vor, ich mach Maske. Ich bin das. Präsentieren kannst. Skandal, bevor wir zu dem Moment kommen, Bruder, du hast dich einfach geopfert. Für die 5 Künstler, die gerade auf diesem Zettel stehen. Ja, aber geil. Ich freue mich sehr. Soll ich einfach sagen, wer gewonnen hat? Platz 5, der Schatz. Hey, 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 hey. Ganz ruhig. Pass auf, Skandal. Ganz langsam, ganz ruhig, ganz spannend. Mit Liebe, Bruder, Liebe. Okay. An erster Stelle ein riesen Dankeschön für alle, die Icon unterstützt haben, die mich unterstützt haben, die jeden einzelnen Künstler unterstützt haben, die Jury unterstützt haben, die das ganze Format gepusht haben. Ihr seid der Grund, warum Icon auch für immer auf die 1 bleibt, ohne Konkurrenz. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Pusht auf jeden Fall weiter in Icon. Es ist eine geile Idee für Newcomer, erfolgreich zu werden. Ich glaube, ich bin das perfekte Beispiel in dieser Staffel auch. Darunter andere Künstler, die ich jetzt nicht alle namentlich erwähnen muss, weil jeder einzelne von denen unfassbar viel Talent hat. Und deswegen fangen wir am besten einfach mal an. Ich bin nicht Spätzett, der hier 7 Tage redet und so. Platz 5. Okay, okay, okay. Ich werde jetzt, guck mal, ich habe den Chat nicht gelesen. Ich habe auch Walla. Das heißt nicht, nur weil ich mit den Jungs gut bin, dass ich auch weiß, wer Platz 1 ist und so. Nein, weiß ich nicht. Deshalb werde ich hier meine Platz 1 bis 5 schreiben, was ich denke. Was ich denke. Nicht das, was mein Wunsch wäre, weil ich habe euch gesagt, Bio are safe. Aber ich sag euch mal, mein Plan, also was ich denke. Platz 1 habe ich geschrieben. Platz 2 packe ich ihn hier hin. Hier. So, ich werde euch das jetzt in die Kamera zeigen. Ich habe euch gesagt, Bayo wäre meine Nummer 1, aber ich denke, es wird so aussehen. Und Walla, ich weiß es noch nicht. Ich packe jetzt Shabab auf 1, Barre auf 2, Biggie 3, also 4, Bayo 5. Ich denke, es wird so sein. Ich weiß es noch nicht. Sehen wir jetzt. Unser Bruder Biggie, la. Biggie auf 5, Alter? Biggie auf 5? Ich hätte ihn auf 3 gepackt, Alter. Krass. Wenn du Bandit, du bist ein Team, das warst du nie. Bleib aktiv, ey Bandit, wenn du Bandit. Viel Erfolg, mein Bruder. Platz 5. Du hast es geschafft. Unter krass, den Top 5 besten Künstlern. Biggie auf der 5, Alter. Boah, hätte ich safe höher gepackt. Schade, Alter. Egal, er hat seinen Hack geholt. Er hat seinen Hack rausgeholt aus der ganzen Sendung. Aber Platz 5, sage ich ehrlich, ist unverdient. Höher, safe höher. Bei Icon zu kommen, über 1000 Bewerber. Respekt, mein Bruder. Du hast dir 100% verdient. Auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg.
aber ich glaube, deine Stimme spricht für sich und du wirst so oder so dein Ding machen. Safe. Ich bin gespannt, wo da ich... Da kommen noch geile Lieder, Alter. Wo wir den Stream hatten mit BZ, Emre und Biggie, habe ich auch reingehört im Auto. Wir haben ja so ein bisschen darüber geredet. Da kommen brutale Lieder. Ich bin gespannt, wann. Ich nächstes Jahr sehen werde. Ich hoffe, ganz weit oben. Und an der Stelle von uns auch nochmal einen ganz großen Dankeschön an Biggie, dass du an der Staffel teilgenommen hast und einen herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Liebe für Biggie in den Chat, ich habe Angst reinzugucken wegen Angst vor Spoilern, auch wenn gerade die Mods gute Arbeit machen. Und du hast dir auf jeden Fall verdient, hier unter den Top 5 zu sein. 100%, ja. Auf dem vierten Platz. Okay, ich sag Azu. Ist ein wunderschöner Bruder mit 18.000 Stimmen. Jawohl. Namens... Baro. Barry auf D4? Walla, jetzt weiß ich nicht, Digga. Walla, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich verwirrt, Alter. Walla, alles, was ich geschrieben habe, anscheinend, ich habe reingeschissen. Barry auf D4, krass. Barry, mein Bruder, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Herzlichen Glückwunsch zu ebenfalls Platz 4. Ich kann die ganze Zeit eigentlich dasselbe sagen. Von über 1000 Leute hast du gezeigt, wer du bist. Hast dich durchgesetzt. Krass. Meine Top 3 war ja Shabab, Barré und Biggie. Ja, ja, Biggie auf 5, Barré auf 4. Anscheinend meine Top 5 war kacke. Vichy. Bei Barré möchte ich gerne noch ergänzen. Er ist ja am Anfang hier reingekommen und hat ja noch ein bisschen Angst, sage ich mal, weil er kein Live-Künstler ist. Er war ja ein purer Studio-Künstler. Und guck mal, wie weit er es trotzdem geschafft hat. Geisteskrank. Weißt du, ja. Er hat an sich geglaubt und er hat trotzdem so lange geübt, bis er es live konnte. Ja, also vierter Platz von so vielen Teilnehmern als Studiokünstler in Anführungszeichen zu schaffen, ist eine unglaubliche Leistung. Ja. Eine sehr, sehr starke Leistung, Barré. Herzlichen Glückwunsch. Liebe für Barré, aber bin ein bisschen Dings traurig darüber. Hätte ich ihn safe höher gepackt. Für den vierten Platz bei Icon. Was machst du da? Was denn? Du stehst vor der Kamera. Skandal, geh bitte zurück. Yo! Auf Platz 3. Und hat 24.000 Stimmen. Wow. Stark. 24.000. Krass. Das ist schon krank. Was denkt ihr, wer es ist? Azu. Azu sagst du? Krass, ja, was ich würde sagen, Azu. Also, Köln ist, ich weiß. Ich sag Bayo. Bayo, was sagst du, Xandro? Ich sag Bayo. Bayo, was sagst du, Witze? Ich schließe mich an. Okay, was sage ich? Es gibt ja nur noch Shabab, Azu und Bayo. Shabab, Azu, Bayo, ich sage, mein persönliches Ding wäre natürlich, ich sag Azu auf 3. Okay, Bayo. Herzlichen Glückwunsch, Colin. Du hast kein Recht. Oh mein Gott! Bayo! Oh, okay, egal, guck mal. Okay, ja, schade. Was heißt schade? Bayo auf 3, krass. Und ihr wisst, die Votes haben entschieden. Ich habe Angst, in den Chat zu gucken. Die Votes haben entschieden. Und krass, dass Bayo so viele Stimmen bekommen hat. Nur bei der ganzen Auswahl, Alter. Ein Biggie wurde drunter gepackt, ein Barré wurde drunter gepackt. Krass. Gönn ich ihm, Baller. Top 3, Bayo, stark, mein Bruder. Stark. Liebe. Da muss ich auch nichts sagen, mein Bruder. Du hast sehr viel Mitspracherecht bei sehr vielen Songs bei Icon. Hast immer dein Ding gemacht, standest immer da als Bruder, hast jeden versucht zu helfen. Bist ein unfassbar talentierter Künstler, der schon sehr, sehr lange dabei ist. Und ich hoffe, dass es genau jetzt fruchten wird und du einfach durchstarten kannst und einfach das bekommst, was du verdienst. Und du hast meiner Meinung nach nur das Beste überhaupt verdient und hoffe, dass du sehr, sehr erfolgreich wirst in deinem Leben, mein Bruder. Bayo vom Skilltechnischen her, vom Musikalischen her, absolut verdient in der Top 3 und einer der Sieger von Icon. Muss ich mich anschließen, er hat auch von Jahren, er hat immer die anderen vorgezogen, hat gesagt, ich komme an letzter Stelle, macht ihr mal, ich schaffe mich an. Und verdient. Die 3 gekommen, verdient auf jeden Fall. Safe. Sehr, sehr starker Künstler. Auch von mir, Bayo, herzlichen Glückwunsch, du hast es ja verdient. Verdient. Okay, wir haben nur noch Chat, ich habe Angst zu gucken. Wir haben nur noch Azu und Shabab. Ich sag Azu 2, Shabab 1. Ich sag euch schon mal eins leak ich schon mal. Platz 2 hat 34.000 Stimmen. Geisteskrank. Wow. An der Stelle stark. Kurz zu erwähnen, San Andreas hatte damals auf dem ersten Platz 40. Ja. Also überleg mal, wie die Spanne schon ist, ne, auf dem zweiten Platz. Krass. Unglaublich. Und Platz 1 hat einfach ein Fußballstadion. Wie? Platz 1 hat einfach 82.000 Stimmen. Wow. Einfach 82.000 Stimmen. Wow. Platz 2 mit 34.000 Stimmen ist niemand anders als unser Bracker-Boy Azu. Yeah! Yeah.
und ich. In meiner City herrscht Schweigepflicht, bin ich Tag und Nacht, aber wird es. Wundert mich nicht, dass Azu aber Dings ist. Dass Azu damals bei Icon direkt bis hierhin gekommen ist, weil, Bruder, alleine bei dem ersten Augenblick, wo man Azu gesehen und gehört hat, wusste man, dieser Junge hat Star-IP. Aus dem kann man einen Star machen, Bruder. So, kann man einen Star machen. Hatte mich in der Villa am Ende irgendwann nicht mehr so sehr gecatcht, weil es irgendwann für mich nur noch monoton war, aber, Bruder, der ist ein Motherfucker-Artist. Ich will ihn nicht schlecht reden. So, ich glaube, er war auch der Erste, dem ich auf Insta Props gegeben habe, was das angeht, aber. Bei Favela fand ich ihn geisteskrank. So heiß im Binks, dann bleib ich. Oder zu dir muss ich gar nicht sagen, du bist schon da gewesen, du bist geboren worden als Star. Ja. Und ich glaube, du wirst auch irgendwann mal als Star gehen. Du hast dein Ding gemacht und ich liebe dich. Okay, jetzt könnt ihr eigentlich nichts mehr leaken. Chat, bleibt ja nur noch Shabab auf der 1. Und bei jetzt kann ich eigentlich in den Chat gucken. Auf jeden Fall auch sagen, von Anfang an war der ein Künstler, der direkt auf dem Radar war. Sehr starker Künstler. Der Kurdi hat's gemacht, Digga. Der Kurdi hat's gemacht. Shabab, ja, Wallah verdient. Er hat die Eins aber verdient, ja. Unglaublich geisteskranke Stimme. Es war aber auch klar. Azu definitiv auch von Anfang an, glaube ich, war bei uns allen so ein bisschen bewusst, das wird ein Kandidat sein, richtig, ja, der mit ins Finale kommt. Und ich denke auch, den zweiten Platz... Chat, sagt ihr verdient? Shabab, verdienter Sieger? Eins in den Chat, wenn ihr sagt verdient, zwei, wenn nein. Oh, guck mal, der ganze Chat, Digga. Der ganze Chat sagt verdient. Ey, ich habe noch keine zwei gesehen. Digga, krass. Das war safe gerade, eine 99 zu 1 Bewertung. Icon hart verdient. Hart erkämpft, hart verdient. Verdient, ja. Was machst du da? Okay, Platz... ich wusste, das hat mich die ganze Zeit gestört. Also, Platz 1 ist... Wo ist das Blatt? Ich gehe direkt einen Step zurück und mache einen Applaus. An sehr unser Kokosnuss, der einzig wahre, der die Leute schikaniert hat in der Villa, der eingeschlafen ist bei Auftritten, der alles auseinandergenommen hat. Verbockelt! Quantillionen Stimmen, nichts und niemand anderes als... Shabab, Bruder, Shabab. Krass, Bruder. 82.000 Stimmen. Verdient, Wallah verdient. An dieser Stelle... Kokosnuss in den Chat. Du warst einer der ersten Künstler, die ich kennengelernt habe bei Icon. Du bist mir unfassbar ans Herz gewachsen. So zum Treffen warst du der Erste, mit dem ich mich persönlich getroffen habe. Das wussten viele nicht. Du hast dein Ding gemacht. Ich wusste aber schon von vornherein, dass du dein Ding machen wirst. Und was ich sogar von vornherein wusste... Bruder, an den, der das Video bearbeitet hat, no disrespect, aber warum ist im Hintergrund Silvester? Ding gemacht. Ich wusste aber schon von vornherein, dass du dein Ding machen... Warum sind da Raketen? ...wirst und was ich sogar von vornherein wusste... Einfach Lidl-Batterie. ...ist, dass du das Format gewinnen wirst. Du bist ein Star. Ich wünsche dir weiterhin auf deinem Weg alles, alles Gute. Wir sind so oder so im Kontakt. Und Bruder, zu dir brauche ich gar nichts zu sagen. Der ist Max. Und ich muss sagen, auch an der Stelle ist es wirklich eine Ehre, einen Künstler wie Shabab zu haben, ja, der, weißt du, seine Karriere irgendwo auch in unsere Hände liegt, mhm, und dass wir ihn quasi auf den ganzen Weg begleiten können, auch ein bisschen mitformen können. Und es ist ja nicht nur Shabab, sondern... Bruder, wie lange läuft diese Rakete am Anakim, ja? Ist hier irgendwo Feuerwerk? Hat jemand Geburtstag? Alle aus der Top 5 oder Künstler sogar aus Icon 4. Bruder, die haben eine Stunde Raketensound-Soundtrack einfach drunter gepackt. Die es geschafft haben. Icon 3, also dieses Format hat einfach unglaublich kranke Namen schon jetzt geschaffen und ich bin echt dankbar dafür, dass wir solche... Schwarzmarktbatterie. Die haben einfach ein Denison-Video da drunter gelegt, wie er in Polen war. So viele talentierte Künstler bei uns, bei Icon dabei haben. Auch, Ben? Ich danke dir ganz herzlich, dass du auch nochmal hier hingekommen bist und den Respekt, ja, uns, dem Format, den Zuschauern, den ganzen Fans... Bruder, es ist immer noch da! ...wenn du dann erwiesen hast und einfach nochmal hier Präsenz gezeigt. Weg. Ich stark. Glaube, echt, ja, sehr, sehr viele Leute wissen das sehr zu schätzen. Und wie gesagt... Es ist immer noch da, tschüss! Die Top 5 hätte von keinem, ja, Besseren kommen können als von einem Skandal. Ja. Der Klassensprecher, ja, wenn man so will. Der das ganze System gedribbelt hat. Vielen Dank, ne? Auf jeden Fall meine letzten Worte auch an dieser Stelle. Ein riesen, riesen Dankeschön an das Format. Ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen. Ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, das alles den Leuten zu zeigen, wer ich bin. Zu euch auch nochmal ganz, ganz besonders ein riesen, riesen Dankeschön. Ihr habt auch sehr, sehr krass an mich geglaubt, einer der Ersten. Colin irgendwie gar nicht, der hat mich schon in dieser Buchrunde hier diskreditiert. Und Sandro, mit dem habe ich noch ein separates Hühnchen zu rupfen. Ich liebe euch. Also ich muss sagen... Wo ist jetzt die Maske?
damit ist mir auch so ein bisschen Stein vom Herzen gefallen. Endlich, ne? Es ist ein sehr glücklicher Moment, aber irgendwie auch ein sehr trauriger Moment. Denn hiermit geht jetzt offiziell ein unglaublich wichtiges Kapitel für die Geschichte von Icon, und zwar Icon 5, zu Ende. Wow. Ich hab Gänsehaut, oder? Ich hab auch Gänsehaut. Ohne Scheiß. Und ich glaube, jeder einzelne von euch kann unglaublich stolz darauf sein, was wir alle zu diesem unglaublichen Projekt beigetragen haben. Und ich freue mich so sehr auf das, was noch kommt, und zwar Icon 6. Nice, bin ich gespannt. Für die Zuschauer da draußen, ihr habt jetzt genau noch einen Monat Zeit, eure Bewerbungen einzuschicken. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, und ich freue mich einfach darauf zu sehen, welche Künstler wir dieses Jahr bei Icon 6 dabei haben. Richtig. Danke auf jeden Fall für das ganze Vertrauen, das du uns schenkst. Und es ist uns auf jeden Fall eine Ehre, ein Teil von diesem Team sein zu dürfen. Und Leute, Icon 6 wird verdammt verrückt. Also Icon 6 wird sowas von Deutschland auf den Kopf stellen. Und nicht nur Deutschland. Wartet auf mich, Icon 6. Bin sehr gespannt drauf. Icon 5 hat ein maximales Level. Hat einen maximalen, so einen Peak erreicht, Digga. Ich bin sehr gespannt drauf, was jetzt passiert. Ich weiß von nichts, außer, dass dieser Mann gesagt hat, ey, lass gucken, was Sache ist. Ich weiß, ob ich noch mehr leaken soll oder nicht. Wird international. Auf jeden Fall. Ich will mich auch nochmal an euch bedanken. Es war schön mit euch, und ich weiß, dieses Jahr wird es noch krasser. Wir werden jetzt alles rasieren. Jetzt sind wir unaufhaltsam. Oh ja. Geil, geil, geil. Bin gespannt drauf, Digga. Bin gespannt drauf. Inshallah kommt Bobby zu Icon 6. Wäre doch Dings. Jetzt no disrespect. Warum soll Bobby Van Damme zu Icon 6 kommen? Würde ich jetzt selber sagen. Stellt euch mal vor, er kommt. Okay. Aber der ist doch schon ein gestandener Artist. Ey, und Leute, bevor wir jetzt die Zuschauer gehen lassen... Icon 6 Gerüchteküche. Jeder von euch darf einen Punkt nennen, aber nichts zu Großes. Also ich leak mal so viel. Die Künstler bei Icon 5 haben sich ja sehr über die Villen gefreut, die wir im Nachgang noch besucht haben, ja, nach dem Turnier. Genau. Und ich sag mal so, bei Icon 6 wird die Villa... Warte, stopp, ich stopp dich da. Das reicht. Leak ist vorbei an dieser Stelle. Ich darf nicht. Das ist zu viel. Xandro, du darfst... Krass. Du darfst auch was leaken, und ich stopp dich, wenn es mir zu viel wird. Bei Icon 6 wird es auf jeden Fall eine Location dafür sorgen, dass man wenig Zufluchtmöglichkeiten hat. Okay, der ist gut, Bruder. Und als nächstes Emre. Guck mal, ich muss übertreiben. Wehe, du übertreibst. Wir brauchen ungefähr 16 Stunden, um nach Location hinzukommen. Ey, guck, das ist schon wieder Bruder. Der es mir richtig auf Instagram schickt, oder den Colin Sandro BZ, er darf sogar mitkommen. Was geht jetzt ab? Aber das muss die genaue Stadt sein. Okay, eine andere Sache, die ich jetzt liebe. Aber eine halbe Sache. Okay, eine halbe Sache. Es kommt ein Künstler, den die Icon-Community noch kennt, von Icon 4. Vorsicht. Und Vorsicht, er hat das noch nicht öffentlich. Er hat mit am meisten Streams gemacht. Lass mich doch sagen. Damit ist alles gesagt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei... Wer ist der Name? Sag mir den verdammten Namen! So. Nee. Nicht benutzt. Alio. Ses geliyor mu? Ses. Alio, hörst du mich? Hallo? Test, 1, 2, hallo? Nein, hallo? Wie antwortest du mir, wenn du mich nicht hörst? Guck mal, ich bin hier gerade live im Stream. Assalamu alaikum an den Chat. Chat sagt alaikum salam. Ah, du hörst das gar nicht, wenn die sagen. Haha, Dings, guck mal. Wir sind gerade im Stream. Ich hab mir gerade Icon 5 Finale angeguckt. War auch nur anderthalb Stunden. İçim dışım gitti, götüm terliyor. Ja, war cool. Guck mal. Sag Colin, Expresslieferung, wenn er dich noch einmal stoppt, wenn du was leakst, leake ich, dass ich vielleicht bei Icon 6 mit da... Wie? Ich dachte, das steht schon fest. Jetzt habe ich was geleakt, wahrscheinlich gar nicht sagen wollte. Nein, guck mal. Kebab-Simulator können wir später gerne, heute nicht, aber warte, worauf ich hinaus wollte. Ja. Du wolltest, glaube ich, sagen, wer kommt. Ich werde dich jetzt auch nicht zwingen, ich werde dich nur besuchen, wenn du nicht damit rechnest. Aber ist es ein Name, worüber ich mich freuen würde? Oh ja. Ja? İyi mi? Fıstık gibi. Valla fıstık gibi dersen acayip iyidir.
Ajayipi. Feiern, okay, Tomam. Mehr als das werde ich dich jetzt nicht zwingen zu sagen, weil hier passieren irgendwelche Sachen. Glaub mir, es werden noch richtig krasse Sachen passieren. Oh, inshallah, Bruder. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe mir das alles jetzt angeguckt, hat mir gefallen. Es gab nur eine Sache, zwei Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Das wäre? Bruder, wenn die Leute reingekommen sind, Rasha und so, Akawi und so. Ja. Wer hat diese verdammten Edits gemacht, wo es aussieht, als ob Rey Mysterio wieder in den Ring steigt? Ich glaube, das war Colin. Colin, Digga, jetzt nächstes Mal komm bitte nicht auf Gas. Digga, ich dachte Smackdown. Aber der hat so Ami-Style abgeguckt, so weißt du. Ja, normal, Alter. Smackdown kommt ja aus Amerika. Und noch, was, warte, was gab's noch, Chat? Was hat mich schon. Achso. Als der Gewinner gesagt wurde, wer zur Hölle hat als Ton diese Silvester-Feuerwerk dahin gepackt, 5 Minuten lang? Ja, das, ich glaube, das war auch Colin. Colin, Marok, das hat mir ein Vibe gegeben, als ob Arkasogaktar oder Itchert angekündigt wird. Die ganze Zeit durch irgendwelche Raketen. Ey, aber sonst guck mal nochmal lieber an euch. Ich habe mir das Ding jetzt angeguckt, ihr seid jetzt hier auch am Telefon. Auch der Chat hat nur Liebe gegeben. War ein würdiges Finale, ein sehr würdiges Finale. War geil. Und ich wünsche mir, dass wenn Icon 6 läuft und wir, also ich wahrscheinlich mit irgendwo bin, ja, dass wir uns beide auf jeden Fall nicht wegen einem Eistisch streiten werden, sondern intensiv Liebe machen werden. Bruder, wir machen doch immer ganz intensiv Liebe. Okay, damit würde ich sagen, reicht das schon, weil sonst kann sein, dass dieser Stream wird gesperrt, wenn wir jetzt noch näher ins Detail gehen. Oh mein! Das Detail anders, ja? Na, Team, gerade eben haben die gesagt, 40 Künstler waren im Hotel, ich habe gesagt, 3 davon waren BZ. Ach ja. Distanzierung. Was will ich sagen? Leg du auf. Leg du auf. Nein, leg du auf. Du legst auf. Du legst auf. Nein, du legst auf. Warum hat er aufgelegt? Ja, okay. Allen Zuschauern, die gerade dabei waren und die das Ganze ermöglicht haben, ich freue mich mega auf das, was kommt bei Icon 6. Und denkt dran, ihr habt jetzt noch genau ab heute den Monat Zeit. Ihr könnt euch jetzt noch für Icon 6 bewerben. Ihr habt jetzt die letzte Chance. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu dem Bewerbungsformular. Füllt das aus, seid dabei, verpasst nicht eure Chance, bei Icon 6 mitzumachen. Ich wünsche so euch jetzt hiermit einen wundervollen, unglaublich schönen Sonntag. Dankeschön, Bruder. Du hast doch mein hast du mitgenommen. Du hast meinen Gött genommen. Haben wir noch anderthalb Stunden haben wir uns das angeguckt. Wie lange geht die ganze Folge? Eine Stunde drei. Ey, Chat, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, bewerbt euch gerne bei Icon. Wenn ihr Lust habt, bewerbt euch auch woanders, selbst wenn es The Voice of Germany ist. Es gibt mittlerweile genug geile Formate. Sei es Icon, sei es Rap-Logo, sei es The Voice of Germany Rap, was um 23.30 Uhr läuft, so richtig tote Uhrzeit. Sei es DSDS, sei es sogar irgendein Schulauftritt, wo ihr ein Mikrofon in die Hand nimmt und einfach so performt. Egal was es ist. Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt gute Musik machen, dann nutzt es. Und damit war's das. Freunde, und damit war's das. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Längere Videos werden immer ein bisschen weniger supported, aber egal. Wir haben auf Icon 5 reagiert, damit ist das Kapitel Icon 5 zu Ende. Ich freue mich auf Icon 6 und wie schon gesagt, wie schon ein bisschen angeteased und sonst was, wer weiß, was ich mit Icon 6 zu tun habe, wer weiß, ob ich auch da bin, wer weiß, ob ich irgendwo meine Machenschaft durchziehen werde. Und damit war's das. Ciao. Und kommt in den verdammten Stream! Ciao. Schwarze Orchidee. Rarität.